Jamal Musiala, eins der größten deutschen Fußballtalente. Und EA dachte sich, den hauen wir wohl nicht ins Future Stable. Wir starten eine Petition, schaut euch das Video an und gönnt euch Haptic Rush. Servus Freunde, ich bin Zertabok und herzlich willkommen hier bei diesem Video. Wir haben Leute, Musiala, Future Stars, Petitionsvideo, weil sprich mein Cousin. Leute, wir müssen eine Stiftung gründen, okay? Jeder, der von euch sagt, Musiala gehört ins Future Star, Daumen nach oben da lassen. Jeder von euch sagt, nein, EA alles richtig gemacht, weil aktuell ist er nicht im Future Stars Team, was die Dinger dann zeigen, die Leaks. Dann müsst ihr ein Dislike da lassen. Und unser Gegner heute ist der gute alte Broski. Was geht? Ich lasse ein Like da. Warum hat der keinen Future Star? Was soll das? Ey, ohne Spaß hast du, was mich am meisten gebrochen hat. Ich schaue auf diese Liste, Freunde, und ich sehe Musiala nicht da. Scheiße. Ich sehe Guardiol nicht da. Und ich bin keiner der Freestyle. Die haben es beide verdient, Mann. Ich habe wirklich tot 1 2 Triple, sag ich dir ehrlich. Man muss dazu sagen, um auch mal ein bisschen EA in Schutz zu nehmen, weil, also, es ist immer bei Future Stars so, dass halt die Leute auf die Barrikaden gehen, weil 2-3 Leute fehlen. Die bewahren sich die halt immer auf. Und eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass Musiala nicht drin ist und halt auch ein paar andere nicht drin sind, die eigentlich ein Safe Call wären, weil das heißt, dass die auch zu 99% nächstes Jahr wieder das Event machen. Ja, also vorletztes Jahr war es ja zum Beispiel, da haben die Ansu Fati und so nicht gebracht. Letztes Jahr zum Beispiel hätten die auch schon Wirtz bringen können, der kommt jetzt dieses Jahr erst wahrscheinlich. Ja, genau. Es gibt immer so ein paar Spieler, das all good, aber mich fuckt's auch ab, Junge. Der hat bei aktuelle Kader 5 Sterne Skills. Ja. So, stell dir mal Musiala Future Stars mit 5 Sternen Skills vor. Das wäre einfach El Gaucho quasi, also das wäre geisteskrank. Naja. Deutsche El Gaucho. Das wäre quasi Süle, macht ja auch manchmal den El Gaucho, weißt du, mit seinen Tricks da. Aber Musiala wäre der allerechte. Leute, wir haben auch ein Video bei Broski aufgenommen, links in der Videobeschreibung. Plus, was sagst du, wie viel Daumen schafft man? Du musst ein bisschen baiten hier. Ja, also muss schon auf jeden Fall 5-stellig werden. 10.000 mindestens, sag ich euch ehrlich. Schau mal, wenn 100.000 Leute das Video sehen, müssten eigentlich 90.000 sagen, du hast recht. Das ist es. Weißt du, ich meine? Das ist es. Du hast recht. Musiala Future Star. Vamos. Freunde, ich habe die Tafel drin. Wir haben coole Teams gebaut. Du kannst loslegen. Mit deinen Spielern. Na rein. Okay. 4-4-2 spiele ich. Mhm. Und ich habe mir das eigentlich relativ einfach gemacht. Mhm. Es kann natürlich sein, dass du den hast. Ich hoffe nicht. Ich gehe mit einer bayerischen Legende. Einen bayerischen Bratwurst. Mario Gomez. Mario Gomez. Ja. Und dann habe ich im rechten Mittelfeld ja einen Spot frei für Messi Team of the Year. Was hast du gesagt? Messi Team of the Year hast du? Ich habe Gnabry und Coman. Cool, dass ich heute gegen Messi spielen darf. Geil. Ja, das finde ich super. Richtig klasse. Ich halte weit. Ich hoffe, ich kann das Spiel irgendwie gewinnen, Freunde. Pass auf. Vorne im Sturm, Meister. Habe ich nicht Lewandowski, das wäre nicht so gut. Timo Werner. Und daneben haben wir Romelu Lukaku. Oder Lukaku auch genannt. Oh, ich dachte kurz, ich hab Timo Werner. Digga, willst du mich? Und Klose. Dachte, du machst den Allmannsturm. Aber ey, neben Lukaku kommt Bronze. Du triffst halt jedes Mal, egal was ich in der Offensive spiele, ich darf nie meine Spieler spielen gegen dich. Das ist was ich gut finde. Was ich wirklich gut finde. Ja, und weißt du, was echt nicht so geil ist? Wenn man im Turm so einen Bronze tötet, ja? Also willst du einen Joker aktivieren oder wartest du lieber ein bisschen? Joker. Bist du bereit? Okay, Broski, dann halte ich die Tafel rein. Es wird Zeit für deinen ersten Bronze-Spieler. Ich hoffe nicht, ehrlich. Mhm. Weil alle Spieler, die jetzt kommen, sind aus einer Nation. Mhm. Vielleicht hast du die. Ich gehe mit Wijnaldum. Eine Nation, okay. Dann gehe ich daneben mit Frankie de Jong und links mit Danjuma. Mhm. Ja, ist echt gut gebaut. Ich habe Veron, Gündogan und Sterling. Hätte auch eigentlich ganz gut sein können. Okay. Belastend. Da muss ich schauen, dass ich jetzt nicht den zweiten und dritten und vierten bekomme. Eine Sache ist leider sehr offensichtlich im Team. Ich habe ein Team of the Year-Spieler, aber vielleicht hast du nicht damit gerechnet. Und der heißt Jorginho. Du liebst ihn. Jetzt muss ich deine eigenen Waffen gegen dich einsetzen. Im Mittelfeld Lothar Matthäus mit Icon. Und Nkunku macht das Mittelfeld fertig. Kommt er mit dem Lothar? Ja. Tode, soll ich dir was Gutes sagen? Nein, ich habe Angst. Jorginho ist mein Baby und nicht deins. Nein! Bro, ich hab Lahm, De Bruyne und Jorginho. Tod, 1 und Jorginho. Digga, Broski, gönn mir doch. Ich will die noch auch mal. Du hast ihn die ganze Zeit so bewegt. Du hast dich gedreht mit dem. Das will ich auch mal machen. Der ist auch schön. Ja. Der ist wirklich schön. Wieso nicht Kovacic, weißt du, wie ich meine? Ja, cool, Freunde, cool. Nächste Runde, super. Digga, du brichst mich heute von vorne bis hinten. Was ist da los? Okay. Also, soll ich Tafel reinhalten oder du? Du kannst dran halten. Ich tue meine Spieler rein. Ja,
Hast du ein gutes Gefühl oder was sagt dein Bauchgefühl? 50-50. Weißt du, ich schaue mir gerade mein Team wieder an. Ich sehe so viel zu viel Bronze. Es nervt wirklich aktuell. Es ist echt schlimm. Pass auf, rechter Verteidiger. Azpi Luqueta. Superman-Kapitän von Chelsea. Okay, wo spielst du Nkunku? Achso, Nkunku ist links. Links Nkunku. Hast du andersrum gemacht? Ich habe andersrum gemacht. Egal, scheiß drauf. Aber du kannst dann noch links umentscheiden, damit du es fährst. Ah, okay, ja, dann ändere ich noch auf links. Weil ich hatte jetzt ja. Mukiele rechts und Spinazzola links. Dann schreibe ich noch einen anderen Linksverteidiger auf. Ja, keine Ahnung. Ja. Okay. Ich glaube, ich kassiere jetzt so richtig so ein Eigentor. Ich gehe mit. Ja, Hernandez nämlich. Von Bayern. Ah ja. Von Bayern Hernandez? Okay, ich könnte den Wichser-Move machen, aber ich hatte Hernandez aufgeschrieben, aber ich meinte den von AC. Ich bin ehrlich. ich meinte Hernandez von AC Mailand. Okay. Jetzt haben wir Fairness auf beiden Seiten gemacht. Und Fairness ist gegeben. Es ist ein faires Spiel hier. Faires Spiel. Wir sind Sportsmänner, Freunde. Dafür bist du jetzt dran mit deinen Ausverteidigern. Ich gehe auf der rechten Seite, wie man das nicht anders von mir kennt, mit Hakimi. Auf der linken Seite gehe ich mit Geringverdiener, Goldkarte, Mondi. Alles klar, ich habe Hakimi und Lodi. Oder Lodi, wie der heißt. Das bedeutet Broski. Außenverteidiger habe ich auch gehört. Sehr unangenehm, muss ich sagen. Ganz, ganz unangenehm. Es wäre so schön gewesen. Rechte Seite komplett tot, die Aua. Ladies and Gentlemen, das Grande Finale. Ein Bronze gegen zwei bis jetzt. Und jetzt kommt noch ein zweiter bei dir, Cousin. Ich spiele in der rechten Innenverteidigung eine Icon. Und das ist Cannavaro, Baby. Mhm. Linke Innenverteidigung gehe ich mit einem Headliner. Und zwar Aris Elustondo. Ja. Und wir haben gerade über ihn geredet. Noch nämlich seine Goldkarte. Kriegt bald den POTM. Im Tor steht David De Gea. Das ist cool, Freunde. Der bekommt jetzt einen POTM. Ich wusste, dass du eine Icon nimmst, deswegen dachte ich links vielleicht Bundesliga oder so, mit Franzosen. Upamecano, Nia Katedrap. Schau dir. Ja gut, dann hast du echt nur ein Bronze, gell? Das ist eigentlich okay. Die Frage ist, was habe ich jetzt gemacht, Meister? Das ist übrigens mein Team echt. Schon mal Werner und Jorginho haben mein Team schön aussehen lassen. Du hast mich einfach zerrissen. Also, Innenverteidigung. Indica von Eintracht Frankfurt. Future Star für mich. Dann haben wir Bonucci. Wie habt ihr mal gesagt im Stream? Ich bin jetzt zu heiser, deshalb kann ich es nicht nachmachen. Ja. Aber es gibt so einen italienischen Meme-Song, den haben wir mal nachgemacht. Okay, okay. Okay, und im Tor musste ich dann vorne den Perfect Link nehmen, sonst würde es gar keinen Sinn machen. Deswegen gehe ich mit Perin von Juventus. Perin, einfach früher sah der so ganz normal aus. Ja. Jetzt hat er so einen richtig krassen Sidecut. Er sieht einfach aus wie so ein Charakter aus Cyberpunk. Ja, ganz ich, wild. Früher war der auch so lange Haare und so, gell? Also es war irgendwie ganz anders. Ja. Ich habe Kunde, Diego Carlos und Bonu gehabt. Okay, wichtig. So, Lungs, dann lade ich Broski ein. Wir gehen rein und ihr müsst mir die Daumen drücken. Wollen wir als Challenge machen, Musiala Tore zählen doppelt? Okay, Freunde, Musiala Tore zählen doppelt, ihr habt's gehört. Nein, da kommt nicht mehr. Bro. Oh mein Gott! Guck aber jetzt mal. Oh mein Gott. Das war der Finesse aus der aber ganz gewaltigen Geräuschmaß. Und es war nicht mal ein Halbfinish, das ist bei dem so übel. Oh. Oh. Oh, Bro. Ei, ei, das war ein rotes Halbfinish. La Kaka! Messi hat leicht bessere Freistöße. Mario Gomez. Das ist mein feuchter Traum. Das ist einfach Mario Gomez. Genau da möchte ich ihn aber auch sehen. Genau da möchte ich Mario Gomez sehen. Klasse Typ. Keine Menschen Kopfballtore, geschweige denn Eckballtore. Und dann spielt man gegen Broski, Leute. Und dann passiert es einfach. Jetzt geh mal weg. Messi. Agada Messi. Ich werde so, in diesem Spiel werde ich so, zum Glück hast du mir meine guten Spieler rausgegeben. Also ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich kann zumindest nicht so viel discarden außer Matthäus. Der kostet nur 1,5 Millionen. Oh. Komm! Juhu! Lackaka! Fake-Shot. Das ist aber immer Instinkt. Ich bin jetzt die Goku. Wieder. Alter, übrigens, Jubelfreunde, nicht absichtlich, beruhigt euch. Ja, wenn der mal eine Special-Karte bekommt, Feierabend. Das ist jetzt schon beweglich. Bro! Ah, nix, du warst nix. Wie so, als wäre das so ein Roboter. Was war das gerade für eine Maschine? Ich sag nichts. Oh, klasse. Der ist Messi, super.
Das war aber sehr satisfying. Ich muss ehrlich sagen, das hat sich, obwohl ich das Tor kassiert habe, das hat sich irgendwie gut angefühlt, wie der reingeflogen ist. Aber ist natürlich nicht so gut, wenn man... Nach dem Patch ist so ein Longshot immer wieder schön. Ja, na gut, merke ich mir. Mhm. Ja, was denn? Da ist er doch. Soll ich mal in Fallung ziehen? Nein! Nein! Ja! Nein! Das ist es! Nein! Das ist es! Er hat's eigentlich verkackt. Ja, Mann. Er hat's eigentlich verkackt. Ganz kurz, für die, die es nicht checken, Musiala-Tor doppelt. Eieieiei, Digga, das fühle ich gerade. Das ist, Digga, das ist Broski, beste Idee, ich küsse den Herz. Ja, ja. Nein, Cannavaro, die Mafioso. Was ist jetzt eigentlich? Habe ich jetzt gewonnen mit einem Tor? Du hast 3-2 gewonnen. Eieieiei, okay. Doppelt. Nice, dann ist das Spiel fertig, Freunde. Wir dürfen sogar einmal bei Broski abstoßen. Mit nur wegen dieser einen goldenen Regel. Ja, ich habe umgestellt. Du hast umgestellt? Welche Formation hattest du? Irgendeine wilde Formation? Ah ne, 4-4-2 hattest du. 4-4-2. Okay. 4-4-2. Du hast halt jetzt Messi. Boah, ich überlege mir gerade so, wo stellt man Messi hin, wenn man gerade den im Team hat und ihn verstecken muss. Ich sag dir ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass du gar nicht umgestellt hast. Null Targets. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen, das wär viel zu gefährlich. Mein Herz sagt Linksverteidiger. Ich logge ein. Linksverteidiger. Scheiß drauf. Es tut auch weh, es tut auch weh, es ist die zweitwertvollste Karte, es ist Cannavaro Baby Icon. Nimm mal mit. Ja, 500k. Krass. Hast du ihn sogar gekauft, oder? Ich hab Messi ins Tor gestellt. Scheiße, bei einem Pick hätte ich mich niemals getraut, ihn ins Tor zu stellen, wirklich nicht. Alter. Cannavaro ist, untrade ist Icon, ich stoße einfach so ab. Ihr seht ja, wenn ich den nochmal untrade im Verein hab, ne? Safe. Er war aus dem Player-Pick. Freunde, lasst. Cannavaro. Safe. Lass einen Daumen nach oben da, Freunde. Cannavaro ist weg. Der Mafioso da hinten hat mich auch ein bisschen genervt, aber dir. War ein cooles Spiel. Vor allem mit der Regel mit Musiala. Leute, lasst einfach hoffen, dass Musiala vielleicht noch kommt. Ich freue mich absolut auf Future Star Events. Mein Lieblingsevent im FIFA immer jedes Jahr. Und dann sehen wir uns. Haut's rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.